Meine Adresse diesmal? Tanzschule Müller in Rastatt. Tausende haben schon bei den Seniorchefs Walzer und Foxtrott gelernt. Und natürlich bei Ihnen, den früheren Profitänzern. Jetzt bin ich wirklich richtig gespannt auf zwei Weltmeister. Viermal sogar waren sie das im lateinamerikanischen Tanz. Von 96 bis 2000 tanzten sie sich viermal an die Weltspitze. Die beiden haben sich gesucht und gefunden. Vor 26 Jahren kennengelernt, 6 Monate später geheiratet und seitdem privat und beruflich ein Paar. Ralf und Olga Müller aus Rastatt. Jetzt sehen wir sie in der Tanzschule. Sie tanzen die Samba, einer ihrer Lieblingstänze im lateinamerikanischen Repertoire. Sieht auch heute noch perfekt aus, oder? Wow! Olga und Ralf Müller. Unglaublich. Habe ich Ihnen zu viel versprochen? Nee, habe ich nicht. Weltmeister, ha? Viermal. Zeigen Sie mir Ihr Rastatt geschwind ein bisschen. Gerne. Super, gerne. Wunderbar. Dann also, ja. Los geht's. Ihr ältester Sohn Tom begleitet uns beim Stadtspaziergang. Baby Len schläft derweil. Jetzt kommen wir zur Partnerhalle. Aha. Auch zweite Heimat fast für uns, tänzerisch zumindest. Warum? Ganz viele Abschlussbälle, Mittelball, Kinderball, Trainingslager, internationale Sachen mit Tanzpaaren, Turnierpaaren. Ich bin als Jugendliche auch sehr viel tanzen gewesen und habe auch ein Abschlussballbild. Wollen Sie es mal sehen? Ganz entzückend. Gucken Sie mal. So liebs, bravs Mädchen, ganz nett. Unter dem Eingang der Badener Halle ist ein kleiner Walk of Fame mit vielen berühmten Stars und auch Ihnen. Da sind Sie, gell? Nämlich Olga Müller und Melchenko und Ralf Müller. Frau Müller, Sie sind ja jetzt seit 25 Jahren hier. Jetzt sind wir ja in der Fußgängerzone. Wie war das damals für Sie? Also es war schon sehr aufregend, weil ich habe nie gedacht, dass ich in Deutschland leben würde. Das war für mich alles Neues aus Sowjetunion hierher. War wunderschön, muss ich sagen, einerseits und andererseits total fremd. Sie sind ja hier aufgewachsen. Das ist ja quasi mehr oder weniger Ihr Spielplatz gewesen, oder? Ja, also seit kleinster Kindheit bin ich hier in Rastatt aufgewachsen. Und ich sage immer, mir gefällt es sehr gut, weil es eben eine kleine, kuschelige Stadt ist. Wir sind sehr viel auf der Welt unterwegs, in vielen Metropolen, ob das jetzt London, New York, Moskau ist. Und es ist eigentlich immer wieder schön, zurückzukommen nach Rastatt. Zum Beispiel ins Lieblingscafé mitten in der Stadt. Die zierliche Olga liebt nämlich Torten und Tanzen. Ohne Tanzen kann ich nicht leben. Das ist mein Hobby, mein Beruf. Also ich kann 24 Stunden am Tag leben, trotz dass wir aufgehört haben, also mit Tanzen mich beschäftigen. Ich liebe es. Wir machen morgens auf mit Tanzen, denken schon, was passiert an dem Tag, welche Tanzpaare, Turnierpaare oder welche Kurse an dem Tag stattfinden. Tanzen ist unser Leben. 2, 3, 4 und 1, 2 und 3. Turnierpaare trainieren steht auch jetzt auf dem Tagesplan. Noch mehr dran denken, unten dreht, oben weniger. Wer über 20 Jahre miteinander tanzt, hat einen unglaublichen Erfahrungsschatz und gibt ihn neben den ganz normalen Tanzkursen auch in Extrastunden an junge Talente weiter. Gut. Jetzt haben Sie immer Russisch gesprochen. Was haben Sie denn vorher gesagt, als Sie die beiden korrigiert haben oder ihnen Tipps gegeben haben? Also wir arbeiten zurzeit an Koordination zwischen den beiden, sagen wir Kommunikation, weil die beiden sind sehr, sehr gute Tänzer und manchmal hapert es miteinander. Könnt ihr lernen von Olga vor allem in dem Fall jetzt und aber auch von Ralf Müller? Oh, viel. Sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Wie man zu viel. Das ist wie zweite Mama. Und dann noch ein persönliches Highlight zum Schluss. Ralf Müller gibt mir die Ehre und beim Rumba-Schritt schwebe selbst ich neben dem Weltmeister. Danke. Sehr gern.